Der Tillmann hat mich gebeten, mal ein bisschen was dazu zu erzählen, wie man, wenn man viele hundert Schuss im Training gemacht hat, weil das ist ja letztendlich, glaube ich, so der Grundrahmen, warum wir alle diesem Sport auch nachgehen, möchten wir uns ja letztendlich auch vergleichen, nicht nur mit Vereinskollegen, sondern vielleicht auch mit Leuten, die aus anderen Vereinen stammen, die aus anderen Bundesländern stammen, ja, also die quasi sich auch überregional engagieren. Und hat mich gebeten, mal ein bisschen was zu so einem klassischen Matchablauf zu erzählen, nicht nur aus der Organisationssicht, sondern auch aus der Schützensicht, weil wir merken es immer wieder, egal in welchem Bereich ich unterwegs bin, dass es zwischen Nord und Süd und Ost und West doch massive Unterschiede gibt in den Vorstellungen, wie ich mich auf einem Match bewege, wie ich sowas organisiere, wie ich mich da, ich sag mal, auch in der breiten Öffentlichkeit gebe. Es ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, haben wir leider in Sachsen nach wie vor, oder auch in allgemein in den nach wie vor, wie es so schön heißt, neuen Bundesländern, das Problem, dass wir natürlich mit einer gewissen Überalterung im Schießsport zu kämpfen haben. Ja, das ist nun mal so. Viele dynamische Schießdisziplinen sind erst in den letzten 10, 15 Jahren auch bei uns, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, angekommen. Was natürlich für jeden, der sich in dem Moment engagieren möchte, beziehungsweise sich dort in diesem Bereich bewegen will, letztendlich in der Regel viele hundert Kilometer an Wochenenden unterwegs ist, um sich das eine oder andere, wir hatten es vor uns, von nach Güstrow gefahren, nach Dornstedt gefahren, nach Philippsburg gefahren. Das sind alles keine Entfernungen, die mal von Chemnitz nach Hochstedt sind. Ja. Man muss dazu sagen, dass alles, was in dem Bereich Speedsteel in den neuen Bundesländern stattfindet, in der Masse tatsächlich hier an dem Standort stattfindet. Der Tillmann ist auch nicht, also bis jetzt zumindest ist nicht schwächer geworden, das in die große weite Welt zu tragen. Ja, also da fährt auch viele hundert Kilometer im Jahr, tausend Kilometer im Jahr, um von Hamburg bis Philippsburg, von Bonn waren wir, glaube ich, mal ganz am Anfang, bis nach Berlin die ganze Sache zu tragen. Bonn war der unglaublichste Preistisch, den wir je verteilt haben. Ja, das stimmt allerdings. Und du warst der Hauptsponsor. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, nein, also es ist natürlich so, dass wenn man eine neue Sportordnung einführt, man zwangsläufig natürlich nicht nur in den Vereinen, sondern natürlich auch bei den Schützen erstmal auf, oh, was ist das denn? Ja, natürlich angeschaut wird und man muss natürlich viel Aufbauarbeit leisten und Überzeugungsarbeit auch leisten, damit das bei den Leuten auch im Kopf dann irgendwann mal ankommt. Das werdet ihr merken, nicht nur wenn ihr im Schützenbereich das in die Vereine tragt, sondern das werdet ihr vor allen Dingen auch merken, wenn es darum geht, Helfer, SOs, ROs, je nachdem, was der eine oder andere lieber hört, zu tragen, weil es ganz einfach eine Sache ist, sie steht so ein bisschen zwischen halt den klassischen Standarddisziplinen, den in Deutschland leider aus meiner Sicht zu selten machbaren Themen Speed Challenge und dem IPSC-Bereich. Es gibt böse Stimmen, ich hoffe, das ist jetzt nicht auf der Kamera drauf, die bezeichnen alles, was aus dem Bereich Stil kommt, als Idioten-IPSC, ja, weil sie halt einfach sich mit der Materie in den seltensten Fällen bis jetzt tatsächlich mal beschäftigt haben. Wir haben inzwischen in Philippsburg, und das muss ich leider immer wieder aus der Kiste holen, eine ganze Menge Leute, die IPSC schießen, die auch inzwischen sehr großes Gefallen an dem ganzen Stahlbereich gefunden haben und die natürlich, wenn man sich gerade so jetzt die German Steel und dann wahrscheinlich auch die noch nicht offizielle Starterliste für die DM Steel sich anschaut, da sind eine ganze Menge Leute dabei, die aus dem IPSC-Bereich kommen, die Spaß und Freude daran gefunden haben, das auch mal zu schießen. Ja, also wenn man sich jetzt mal die letzten 3-4 Jahre anschaut, wer auch im Stilbereich, gerade im Speedstilbereich vorne mitschießt, das sind tatsächlich Schützen, die aus den anderen dynamischen Schießdisziplinen, die halt in dem Fall IPSC tatsächlich kommen.
Die haben natürlich in bestimmten Themen einen gewissen Vorteil, gerade wenn es um das ganze Thema Reload geht, das ganze Thema, wie gehe ich an so eine, taktisch an so eine Stage heran. Da ist der Sprung von dem klassischen Standardschützen dahin der größere, aber die Akzeptanz wächst und Akzeptanz kann man halt an der Stelle zumindest im kleinen Rahmen auch schaffen, indem man natürlich auch auf der Vereinsebene kleine Matches, kleine Vergleiche anbietet. Das ist in vielen Vereinen, es ist auch glaube ich vollkommen egal, ob man, welche der dynamischen Schießdisziplinen man sich anschaut. Es ist zwangsläufig natürlich in vielen Vereinen, gerade wo auch eigene Schießstätten vorhanden sind, immer ein Problem, in die Vorstände das hineinzutragen. Ja, die laufen da durch die Gegend, die machen uns, die schießen uns die Anlage kaputt. Ja, Wand, Decke, Boden, alles sieht danach aus wie furchtbar. Ja, also ich war vor 2 Jahren in Gersfeld, eine wunderbare, super tolle neue Anlage, die der Verein da hingesetzt hat. Ein über 200 Jahre alter Verein, der dort irgendwann mal angefangen hat, durch junge Leute eine IPSC-Gruppe aufzubauen, ja, mit viel Aufwand auch Material gekauft hat, ein erstes Match ausgestattet hat. Ja, ich war damals dort als initialer Beteiligter für das Netz zuständig. Und es war schon sehr schön, wo man dann so ähnlich wie in der Muppet Show die alten Herren auf dem Balkon gesehen hat, ja, wie sie so trauernd ihrer Anlage sich das angeschaut haben. Ich könnte mir den Spruch nicht verkneifen, schaut euch es nochmal an, so schön wird es nie wieder sein, ja, weil das Wichtigste für die war, dass sie an jede Wand und jede Säule irgendwo ein Stück Papier geklebt haben. Wie teuer es denn ist, wenn irgendeiner der dynamischen Schützen eine Wand, einen Boden, eine Decke verletzt. Ich kann das nachvollziehen. Ja, da kommen irgendwelche jungen, dynamischen Leute um die Kurve und erzählen dem Vorstand, wie toll denn das alles ist und dass man doch jetzt als erstes erstmal mindestens eine 5-stellige Summe in die Hand nehmen muss, um mal die große 50-Meter-Halle und die kleine 25-Meter-Halle komplett so auszustatten, dass man dort dynamisch unterwegs sein kann. Wie gesagt, das wird jeder in seinem Verein, wenn er mit so einer Idee in die Kurve kommt, erstmal zu spüren haben. Es ist auch relativ egal, ob man jetzt sagt, man findet mehrere Vereine, die sich irgendwie zusammentun und sagen, okay, wir würden jetzt uns ein bisschen was kaufen oder wir würden da gern was organisieren wollen und ihr mietet euch in einen Stand ein oder in eine Anlage ein. Ihr werdet grundsätzlich mit dynamischen Themen erst einmal auf eine gewisse Abneigung stoßen. Ihr werdet viel Überzeugungsarbeit an der Stelle leisten müssen, aber das ist nun mal so, so blöd wie es klingt, aber sprecht dort an der Stelle, je nachdem, wir haben ja hier LV12 und LV11 Leute da, und noch, genau. Also sprecht gegebenenfalls auch mit euren Landesverbänden, ob da Dinge möglich sind, die euch da unterstützen. Wie gesagt, das Training ist das eine, das Match ist das andere. Und wie gesagt, dazu bin ich gebeten worden, mal ein paar Worte zur Orga, zu einem Ablauf. Wie gesagt, sowohl für die einen, die das interessiert, die sowas voranbringen wollen, in den Vereinen oder vielleicht überregional zu sagen. Und das natürlich auch auf der anderen Seite für die Schützen. Wir haben jetzt hier einige dabei, die, wenn ich mir das so richtig aufgeschrieben habe, eher so die blutjungen Anfänger sind, sagen wir es mal so. Für die wahrscheinlich schon die Teilnahme und die Anfahrt zu so einer Veranstaltung von mehr Stress, mit viel Stress verbunden ist, als das eigentliche Schießen vor Ort an sich. Ja. Ist auch normal, ja, also ich hatte vor nicht mal 2 Monaten in Sicherheitsregeltest in Langenau mit vielen Leuten, die aus der Ecke Malta kamen, die mich irgendwie mit solchen großen Augen angeschaut haben, wo ich denen Equipment-Sheet in die Hand gedrückt habe. Was sollen wir denn damit tun? Ja, also ich war kurz davor, denen den Sortaufkleber aus dem BDS-Handbuch, aus dem BDS-Ausweis zu reißen, weil solche einfachen Themen müssen ganz einfach eigentlich tatsächlich in den Vereinen oder vom Schützen selber kommen. Und das ist hier, je nachdem, was ihr organisiert oder wo ihr hingeht, anders. Ja. Ihr habt es jetzt gemerkt in der
in der Ausbildung von Roman die Regelwerke, Spiel Challenge, Bach Spielstil, BSC, Ob Standardprogramm. Es sind immer Themen, die unterschiedlich behandelt werden, die unterschiedlich erlaubt sind. Ja, also der Kollege hatte schon gesagt, hatte schon schwitzige Hände und rote Ohren wie Finger im Abzug. Also ja, das sind halt Themen, die sind hier erlaubt. Die sind in anderen Themen oder in anderen Disziplinen wird es etwas schwieriger gesehen. Aber der Filmmann hat sich hier mit, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es sind, aber mit einem Regelwerk verewigt, wo man tatsächlich sagen muss, was hier drin nicht steht, diesen Vorgang gibt es wahrscheinlich nicht ganz. Ja? Wenn ihr euch das Speed Challenge Regelwerk anschaut, das ist ungefähr die gleiche Schriftgröße, das besteht inklusive der kompletten Darstellungen der entsprechenden Stages, das sind die Rahmenbedingungen etwas enger gefasst, wahrscheinlich keine 10 Seiten. Ja? Mit vielen großen Bildern noch dazu, und wer das im PSC-Regelwerk kennt, der weiß auch, das ist so dick eigentlich auch nicht mehr. Also da gibt es inzwischen, wenn man jetzt das Rulebuch mit dazu nimmt und die technischen Beschreibungen, inzwischen ist es wieder etwas dicker geworden, aber hier ist eigentlich vollumfassend alles drin. Hier wird fast jede Frage beantwortet, die man auch als Matchveranstalter seinen SOs oder seinen ROs mitgeben muss. Das heißt, so ein Teil auf dem Tablet zu haben oder in ausgedruckter Form macht grundsätzlich immer Sinn. Aber mal so zu so einem Szenario, ich habe jetzt gesagt, soweit, dass wir fühlen uns bereit, vielleicht mal so eine Veranstaltung selbst im Verein zu organisieren, beziehungsweise mal auszuschreiben. Es ist einfacher, als man sich es vorstellt, wenn man sich wie immer an ein paar Grundrahmenbedingungen hält, die vielleicht im klassischen Vereinsleben oder im klassischen Hobby, weil das ist immer noch das, was man sich vor Augen führen muss. Es geht hier um ein Hobby. Es gibt natürlich, wie das bei vielen sportlichen Aktivitäten der Fall ist, eine gewisse Konkurrenzsituation, die natürlich auch in so einer Orga eine Rolle spielen kann. Bei mir steht, und das hängt vielleicht auch mit meiner sonstigen beruflichen Tätigkeit zusammen, ganz oben, dass wenn ihr so ein Match mal ausschreiben wollt, wenn ihr sowas in einem Verein organisieren wollt, ihr müsst von Anfang an ganz klar bestimmte Hierarchien, bestimmte Verantwortlichkeiten klären. Es ist ähnlich wie in anderen Themen des Lebens, wenn die Hierarchien bzw. die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind, wird es irgendwann im Chaos landen. Jetzt ist es natürlich so, gerade im Vereinsbereich, alle wollen was zu sagen haben, alle sind im Vorstand, alle wollen vorne sitzen, aber keiner will Verantwortung übernehmen. Das funktioniert in dem Matchgeschäft nicht wirklich. Das hat was mit Haftungsrisiken zu tun, das hat was mit wirtschaftlichen Komponenten zu tun, das hat mit eigener Reputation nach außen was zu tun. Hier muss ganz klar sein, dass ihr das von vornherein im Verein beziehungsweise auch zu den Leuten, die sich da in der Regel treffen und sagen, Mensch, wir würden gerne mal ein Match machen, von vornherein geklärt ist. Wenn ihr, so habe ich es mir zumindest hier notiert, euer Match oder eure Veranstaltung, die ja irgendwann beginnt und irgendwann mal aufhört, wie ein kleines Unternehmen führt, mit den entsprechenden Hierarchien und den Verantwortlichkeiten, dann ist davon auszugehen, dass die ganze Veranstaltung auch zu einem gewissen Erfolg führt, und zwar für beide Seiten. Ihr habt einmal eure Schützen, für die ihr das macht, und ihr habt einmal die ganzen ROs, Helfer, SOs, die entweder zur Veranstaltung kommen, euch dort helfen, oder in der Vor- und der Nachbereitung tätig sind. Ganz wichtig für euch, das ist nichts, das fällt mir Montag ein und am Samstag findet das statt. Also ich würde jetzt für mich mal behaupten, ich kriege das inzwischen hin, weil ich weiß, wenn ich 40 Stunden in der Vorbereitung für ein Match stecke, weiß ich, in deren der Größenordnung mit den Rahmenbedingungen ist das abbildbar. Das hängt aber damit zusammen, dass ich das nicht zum ersten Mal mache und in der Regel sitzen hier Leute, die sich das mal anhören und das eventuell mal vorhaben. Das heißt, was ich euch damit mitgeben möchte, lasst euch Zeit. Es hetzt euch keiner, es ist vollkommen egal, ob das jetzt eine Vereinsebene ist, ob es eine Landesmeisterschaft ist oder ob das was Überregionales sein soll.
auch wichtig, dass ihr euch, wenn ihr euch zusammenfindet, weil das ist ja meistens so der Ansatz, den man in so einem Verein hat. Das haben jetzt mehrere Leute mal dort trainiert, haben mal gesagt, wir würden jetzt uns vielleicht auch mal mit dem Nachbarverein oder innerhalb einer Vereinsmeisterschaft das abbilden. Klärt von vornherein den Personalbedarf, weil es ist halt leider im Vereinsthema so, komme ich nicht heute, komme ich morgen. Oder ich helfe mal dann oder ich helfe mal dann. Das funktioniert in dem Matchgeschäft nicht. Wenn ihr euch darauf verlasst, dass schon mal ab und zu mal einer vorbeikommt, der ein Stückchen Vereinsarbeit mitmacht, der wird dann auch schon zu dem Match da sein, das wird nicht funktionieren. Ja, also nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Veranstaltungen geht es immer wieder so, dass man früh, wenn der erste Matchtag läuft oder teilweise sogar noch zum Aufbau, dass Leute unangemeldet oder unabgemeldet nicht erscheinen. Ja? Dann fehlt ja im Zweifelsfall beim Aufbau vielleicht mal noch zwei Hände, das kriegst du noch abgebildet. Aber spätestens dann, wenn du darüber nachdenkst, deine Stages entsprechend zu besetzen, das ist wie hier in Burgstedt vielleicht noch eine Geschichte, aufgrund der Nähe, aufgrund der Größe des Stände, da funktioniert das, da gibt es keine großartigen Laufwege, keinen Ansatz, wo man sagt, da muss jetzt jemand aufpassen, dass die Leute auch regelmäßig von Stand zu Stand wandern. In Dornstedt sieht das schon wieder ganz anders aus, da sind die Stände etwas weiter auseinander, da braucht man ein bisschen mehr Orga ringsrum. Also klärt im Vorhinein, wer letztendlich bei euch im Haus die entsprechenden Abbildungen machen kann. Ihr braucht also in der Regel, das ist vielleicht das, was Tilman mir vor uns schon mal vorweggenommen hat. Grundsätzlich ist das, was ich jetzt erzähle, der Idealzustand. Das muss nicht so sein, macht sich aber zumindest auch, wenn man in kleineren Veranstaltungen unterwegs ist, immer ganz gut, die entsprechenden Rahmenbedingungen schon so zu schaffen, weil die Veranstaltungen werden von allein größer. Ja, also auch hier haben wir vielleicht mal mit 10, 12 Leuten angefangen. Inzwischen, Tilman, was haben wir jetzt inzwischen auf der Landesebene an Staffern? Wir bieten an, eine 80 Starts in 1,5 Tagen. Das genau. ist das, was genau. Jana auch statistisch ermittelt hat, was die Nachfrage ist. Und ihr wisst selber, da fallen welche weg, da kommen welche dazu. Genau. Und bei uns ist es auch immer so, wenn wir in der Zeit erfolgreich geplant haben, kann man am Schluss nochmal nachbuchen. Das sind dann meistens die Lone Riders, also die praktisch nicht ein zweites Mal die Disziplin in die Wertung kriegen, aber die können nochmal in der Lone Rider Wertung dann nochmal einen Start nachbuchen, was bei vielen gut aufgenommen wird. Wenn ihr über Personal nachdenkt, ihr braucht in der Regel den Matchdirektor. Das ist der. Entschuldige, das war für Klassik, ne? Das war die 80 waren für Klassik. Ja, ja, schon. Bei Shut-Off, was ja auch zu Speedstil gehört, sinken die Teilnehmerzahlen drastisch, weil da hat man ja diese Blöcke mit in der Regel maximal 15 Schützen pro 2 Stunden. Das ist also gut. Okay, also, wenn ihr Verantwortlichkeiten vergebt, beziehungsweise wenn ihr ein Team bilden wollt, die in der Orga unterwegs sind, ihr braucht in der Regel einen Matchdirektor, ihr braucht in der Regel, der hat dann letztendlich die letztendliche Gewalt über die gesamte Veranstaltung. Ihr braucht in der Regel einen Rangemaster, der in der Regel sich mit dem ganzen, mit dem Ablauf an sich, also dem fachlichen Ablauf, auf den entsprechenden Stages beschäftigt. Ihr braucht sogenannte SOs, also bei Speedsteel heißen sie halt Stage Officer, im PSC heißen sie halt Range Officer, das ist aber unterm Strich die gleiche Tätigkeit. Ihr solltet euch immer jemanden sichern, der, ich sage jetzt mal, nicht zwei linke Hände und alles Däume hat, also sprich, der so ein bisschen ein handwerkliches Geschick hat, ja, also der einen Hammer benutzen kann, der einen Akkuschrauber fehlerfrei benutzen kann, der vielleicht auch mal ein Schweißgerät hat, ja, also solche Themen sollte man einfach mal im Hinterkopf haben, also der für technisch handwerkliche Themen begeistert ist. Was ich bei mir grundsätzlich, weil das hängt natürlich dann ein bisschen mit der Größe zusammen, aber wenn man so jemanden hat, klingt auch immer gut, wenn ihr irgend sowas jemanden habt wie einen Arzt,
ein Ersthelfer, ja, irgendwas. Ja, wir sind hier im Stahlbereich. Bei allen schützenswerten Themen, Augen, Ohren, Körper, was auch immer. Es kann trotzdem mal passieren, dass irgendwo was zurückkommt. Und dann gibt es halt mal einen Cut oder dann gibt es halt mal irgendwas, was ich sag jetzt mal, repariert werden muss. Also ein Medic macht grundsätzlich immer Sinn. Was auch immer Sinn macht für jeden Veranstalter, für jeden Verein, neben den klassischen Rahmenbedingungen, die der Schießstand an sich schon mit sich bringen muss, dass man halt mal einen ersten Hilfekoffer irgendwo umstellt. Ja? Also ich habe auf meinen Veranstaltungen sogar noch mal... Genau. Ich habe auf meinen Veranstaltungen sogar noch einen Defibrillator stehen, weil wir nicht nur einmal schon den Fall hatten, dass jemand wirklich kollabiert ist. Das passiert auf der IBSC-Veranstaltung bei 35 Grad Außentemperatur schon mal. Ja, also das heißt, das sind natürlich Themen, das muss man jetzt nicht am ersten Tag machen, aber über, wenn ihr Ärzte im Verein habt, sprecht die an, die bei solchen Veranstaltungen mit dabei sein könnten, um halt vielleicht im Notfall mal zu reden. Wenn ihr drüber nachdenkt, so ein Match mal auszurichten, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch vorher Gedanken macht, für wen ihr dieses Match ausrichtet. Ihr habt verständlicherweise in jedem Verein, ich sage jetzt mal, den blutjungen Anfänger. Da muss ich jetzt, rede ich jetzt vielleicht nicht über die klassische Jugend, sondern tatsächlich jemand, der neu in irgendwas einsteigt, der vielleicht auch noch überhaupt keine Berührungspunkte mit einem Match hat, der weiß zwar, wo er ungefähr hinschießen muss und was er tun muss, kennt sich mit dem Regelwerk aus, ist aber trotzdem, was den Matchdurchlauf betrifft, mal blutjunger Anfänger. Dann kann es natürlich auch mal sein, dass er sagt, okay, wir haben vielleicht die räumlichen Möglichkeiten vom Schießstand her, wir schreiben das größer aus, wir möchten das als Landesebene abbilden oder vielleicht sogar überregional. Denkt immer bitte dran, je größer die Veranstaltung ist, umso mehr lockt ihr natürlich auch ein gewisses Mischungsverhältnis von Schützen an. Ihr müsst oder ihr wollt letztendlich ja jedem irgendwo gerecht werden. Macht euch da vorher Gedanken drüber, wen ihr ansprechen wollt. Packt das mit in die Ausschreibung, weil je komplexer oder je weiter ihr natürlich in das Umfeld geht, um mehr auch, ich sag mal, überregionale schießende Schützen ihr ansprecht oder ansprechen würdet, umso höher ist natürlich auch eine Erwartungshaltung derjenigen. Ja? Wir haben, und das ist ja dann fast schon der übernächste Punkt, wir haben im Speedsteel-Bereich, anders als in der Speed Challenge oder im IPSC, grundsätzlich gilt der Sprichwort, grundsätzlich ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Das heißt, auch in dem Stage-Aufbau seid ihr, zumindest die Leute, die sich das ausdenken, vollkommen frei. Das heißt allerdings im umgekehrten Ansatz aber auch, Leute, die das zum ersten Mal machen, können sich schnell überfordert fühlen. Wenn man sich überfordert fühlt, verliert man eventuell das Interesse, die Lust daran. Ja? Also ich habe es relativ häufig schon gehabt, dass Leute, die das zum ersten Mal machen und in Ermangelung der kleinen Veranstaltungen oder der kleinen Rahmenbedingungen dann auf einer German Steel oder auf einer deutschen Meisterschaft auftauchen und frustriert fast von der ersten Stage wieder oder von der ersten Range runtergehen und sagen, das ist mir alles viel zu komplex, das ist wirklich kopfmäßig so überlastet, so überfrachtet, dass es mir schon droht, gar keinen Spaß mehr zu machen. Das sollte man natürlich dann sich halt immer auch vor Augen führen, wenn man als Anfänger auf so eine Veranstaltung geht, dass man dass ein Bewusstsein muss, dass das, was dort an Anforderungen kommt, natürlich für Schützen auch gedacht ist, die das schon 3, 4, 5 Mal gemacht haben. Ja, also man sollte sich grundsätzlich, wenn man sagt, ich habe keine andere Möglichkeit, das regional irgendwie auszuüben, natürlich dann mit der gewissen Gelassenheit auch auf so eine große Veranstaltung fahren, dass man vielleicht am ersten Tag oder bei der ersten Veranstaltung nicht gleich ganz oben steht. Ja, also das muss man sich ganz einfach vor Augen führen, wenn da, keine Ahnung, ein Unterhebelrepetierer neben dir steht, der schneller die entsprechenden Ziele beschießt, als du einmal einen Magazinwechsel gemacht hast, das sollte nicht zur Frustrierung des Ganzen führen.
Ja. Die natürlich richten sich die Möglichkeiten, die der ein oder andere hat oder machen möchte oder umsetzen möchte, natürlich nach den entsprechenden Standgegebenheiten. Ja, also informiert euch vorher, wenn es kein eigener Stand ist, was am entsprechenden Standort an Materialien verfügbar ist, egal ob das jetzt ob das irgendwelche Stahlziele sind, ob das irgendwelche Fallplattenanlagen sind, egal was da ist, in der Regel ist das Eigentum des entsprechenden Vereins. Die kann man anmieten, wenn man denen dann sagt, na, das ist jetzt eigentlich für was anderes als das, was die sonst genutzt werden, werden die dann meistens etwas komisch. Ja, also das sollte man dann schon mit offenen Karten spielen, was man mit den gemieteten Zielen dort tun möchte. Klärt das im Vorhinein ab, damit dann nicht am Aufbautag auf einmal der Standbetreiber um die Kurve kommt und sagt, ne Moment mal, das, was ihr da macht, ist zwar alles gut und schön, aber darum haben wir nicht gebettet. Ja. Also klärt das vorher, welches Material verfügbar ist, wie groß die Stände sind, ja, damit das quasi schon in eure Planung mit einfließen kann. Viele Veranstaltungsordner haben so ein kleines Handout, wo quasi eine ganze Menge drinsteht hinsichtlich, welche Ziele sind verfügbar, wie sehen die regionalen Gegebenheiten aus, sprich was Parkplätze betrifft, was Toilettenanlagen betrifft und so weiter und so fort. Das steht auch alles da in so einem Regelwerk mit drin, bei IPSC steht es auch mit drin, dass ihr als Veranstalter natürlich dort auch dafür sorgen müsst, dass wenn dort 50 Leute kommen, dass die auch alle was zu reißen haben, dass die eine Toilette vorfinden, dass die irgendwo parken können, dass es eine Sicherheitszone wahrscheinlich geben sollte und so weiter und so fort. Also nicht auf jedem Bauernhof, der als Schießstand zugelassen ist, kann man so eine Veranstaltung abbilden. Ja, also macht euch da im Vorhinein Gedanken, wo ihr da hingeht. Es ist vieles, auch bei vielen ganz kleinen Anlagen, weil auch Bürgstedt gehört dazu, das ist eher eine kleine Geschichte, ist ganz, ganz viel möglich, aber ihr müsst es vorher abklären. Anders als im IPSC gibt es beim Speedsteel kein Rulebook, also sprich, wie ihr was aufbauen dürft, aus welcher Ecke ihr irgendwas beschießen dürft, etc. Man ist hier im Design, was so eine Stage betrifft, vollkommen frei. Das heißt, es ist nahezu alles, was in irgendeiner Art und Weise zu beschießen geht, in den unterschiedlichsten Materialien auch möglich. Es gibt inzwischen, ich sag mal, eine gedankliche Sammlung, die der Trillmann über die Jahre jetzt aufgebaut hat, wo die Stages entsprechende Namen haben und entsprechende Abläufe haben, die grundsätzlich immer anpassbar und immer veränderbar sind, die aber dazu geführt haben, dass doch eine ganze Menge Veranstalter auf diese, ich nenne es jetzt mal die Standard-Stages, aber sagen wir mal Demo-Stages zurückgreifen, weil hier passiert nämlich letztendlich Folgendes, ähnlich wie in der Steel-Challenge, man kann sich auf einmal vergleichen. Ja, also es ist jetzt dann auf einmal nicht nur der Vergleich innerhalb der Veranstaltung mit den entsprechenden Schützen, der in der gleichen Division, in der gleichen Kategorie unterwegs ist, sondern der gegebenenfalls auch mal in Dortstedt eine Mac-5 geschossen hat oder der in Bruchstedt eine Mac-5 geschossen hat oder in Wilhelmsburg eine Mac-5 geschossen hat. Man muss da vorsichtig sein, weil nur eine hundertprozentig gleiche Aufbau natürlich so einen Vergleich machbar macht. Aber gerade für Anfänger, die doch in die Nummer einsteigen, also wo es darum geht, wie gehe ich taktisch an diese Geschichte ran, was ist für mich der sinnvollste Weg, bestimmte Reihenfolgen hier abzubilden, macht das natürlich Sinn, immer mal zu schauen, wo ähnlich geartete Stages angeboten werden. Wenn ich jetzt frisch anfangen würde, würde ich darauf zurückgreifen, weil die, nennen wir erstmal, der gesamte Hirnschmalz, der in so eine Stage-Planung hinein zu investieren ist, schon mal erledigt ist, nämlich in dem Fall über die Jahre vom Tillmann. Also die sahen auch nicht ab dem ersten Tag so aus. Ja, also das unterlag auch einem gewissen Entwicklungsprozess. Aber es gibt zumindest für eine Handvoll von Stages auch schon ein komplettes, ich nenne es jetzt mal Stage-Briefing-Material. Es gibt entsprechende Zeichnungen, es gibt entsprechende programmierte Stages für Practice Score. Das heißt, wenn man in diesem Bereich sich
sich hinein entwickeln möchte, kann man hier an vielen Stellen schon auf Gegebenes zugreifen. Wie gesagt, es muss auf den einzelnen Stage, auf den einzelnen Stand passen und alles, was euch an Dummheiten einfallen kann, ist grundsätzlich möglich. Vielmals müssen es jetzt nicht riesig tolle neue Gedanken sein, wie man Platten, runde, eckige Fallplatten, wie auch immer, anordnet. Vielmals ist es schon so, wenn ich einfach nur im Briefing die Rahmenbedingungen ändere, wie sieht meine Startposition aus, wo hänge ich eine Stockplatte hin, wo hänge ich einen No-Shoot hin. Also mit vielen kleinen Steps verändere ich eine Stage ganz, ganz schnell. Damit fällt natürlich die Vergleichbarkeit zwischen Hamburg und München und zwischen Düsseldorf und Berlin weg. Aber es bringt eine unheimliche Wertsteigerung. Ich glaube, im Militärischen heißt es, glaube ich, Kampfmittelsteigerung. Das ist hier letztendlich nicht anders. Ja, also ich kann hier mit wenigen kleinen Steps in dem Ablauf die Stage komplett anders gestalten, was natürlich auch zu einer komplett anderen Rahmenbedingung dann führt. Wenn ihr Stages selber designen wollt, ja, ich sage jetzt mal so, versucht euch das im Großen und Ganzen so vorzustellen, wie es jedenfalls der Schütze später mal sieht. Es ist so vielmals der Fehler begangen, dass man als Stage-Designer oder als Ideengeber sich irgendwas ausdenkt, denkt, das ist auch toll und das findet alles so statt. Diskutiert es in einer kleinen Runde, nicht gleich mit dem ganzen Verein, wie derjenige das sieht, wie würde der das, was man erstmal auf dem Papier sieht, vielleicht angehen. Ja, weil es ist gerade auch im IPSC und auch im Speedsteel-Bereich nicht ungewöhnlich, dass ein Stage-Designer und vielleicht sogar noch die Aufbaucrew, der Rangemaster, bestimmte Themen im Ablauf so sieht, oder man sich das so denkt, dass der Schütze das so schießt und es kommt der erste Schütze auf die Stage oder auf die Range und auf einmal sieht es komplett anders aus. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Was ich gern als, Tilman hat es gerade mal auf dem Bildschirm, was sich grundsätzlich immer gut macht, dass man irgendwann mal anfängt, das auch elektronisch umzusetzen. Um gerade, wenn es darum geht, in Anlagen oder sich Anlagen anzuschauen, wie das so im Raum steht. Ja, also weil auf dem Papier 3D zu zeichnen ist immer schwierig. Ja, also dort, man kann sich da dann auch mal, da gibt es die unterschiedlichste Software dafür, kann man sich dort an der Stelle das vielleicht etwas besser vorstellen, gerade wenn man es dann mit zwei, drei Leuten diskutieren will, was dann auch den Ablauf bzw. was die was den Ablauf im Großen und Ganzen betrifft. Achtet gerade am Anfang darauf, gerade wenn ihr das für Anfänger machen wollt oder wenn ihr das auch im Verein im kleinen Raum machen wollt, überfrachtet die Stages nicht. Ja? Es ist in der Regel so, gerade wenn man das zu zweit oder zu dritt macht, man fängt meistens an, was man irgendwo schon mal gesehen hat. Ja, und dann kommt die Idee und dann kommt noch die Idee und dann kommt noch die Idee und dann kommt noch die Idee und auf einmal ist die Stage so voll, dass der gesamte Stahl, der auf der Anlage vielleicht verfügbar ist, in der eigenen Stage verbaut ist. Ja. Es ist mitunter so, dass die optisch am einfachsten aussehende Stage, wie beispielsweise die Hepenpeer, die sieht jetzt nicht komplex aus, die größten Herausforderungen für die Schützen sind. Ja, Tilman hat es vor uns gesagt, so eine große Scheibe da vorne, beziehungsweise so eine Rechteckplatte, die ist relativ groß. Auch wenn die so 10 Meter vor einem steht, ist die immer noch groß. Ja, aber so für 9 mm kann die auch ziemlich klein sein. Ja, also es gibt auch Leute, die gehen auf große Veranstaltungen und treffen dann auch mal so eine große Rechteckplatte auf 10 Meter nicht. Ja, oder steigen die noch weiter vorne. Ich weiß nicht, jedenfalls daneben. Jedenfalls war es ein Riesenspaß. Es war ein Riesenspaß. Also was ich damit sagen will, ist, überfrachtet es nicht. Mitunter sind die kleinen die gehässigsten,
weil man ähnlich auch wie ITSC, wer dort sich mit den Begrifflichkeiten auskennt, Short Course, Medium Course, Long Course, meistens sind die gehässigsten und die schlimmsten eigentlich die Shorties, ja, weil man mit dem Gedanken angeht, ach, das ist doch bloß ein 12-Schusser, das wird schon ganz zügig vorangehen. In der Regel geht es schief. Das hier ist der Aufbau, wo ich heute erzählt habe, wo der Kollege den ersten Schuss hier auf eine der No-Shots gesetzt hat. Das nicht, wenn du kein gutes Licht hast und siehst das nicht, bist du hinten. Ja, das zum stand. Beispiel. Und das war eine extreme Aufgabe für den Stage Officer. Und Marco hat das sofort erkannt, brillant gesehen, ja, und dann auch entsprechend kommuniziert. Aber da auf die Idee zu kommen, ei, der hat ja, und hat er jetzt doch nicht, und gilt denn der Magazinwechsel? Du hast ja 7 Sekunden Zeit ungefähr, das alles durchzuchecken. Also auch das, so ein Aufbau hier, das ist eine Herausforderung für den Stage Officer, gerade auch mit den No-Shoots und was hat er getroffen und sonst was. Also man muss auch aus der Sicht des Stage Officers, wenn man da keine Leute hat, die wirklich die Ruhe gepachtet haben, beziehungsweise einen Überblick haben. 1-2-3 für einen Stage Officer, der Horror. Ja. Der Horror. Hamburg ist ein sehr gutes Beispiel, die hatten ja auch sehr, sehr begrenzte Platzmöglichkeiten. Da haben wir erstmal gestartet, dachten, wo ist denn der ganze Rest? Auch nur so einen kleinen Stand. Mhm. Und, aber allein die Tatsache, du hast auch, wie hier angezeigt, das Gelb und Weiß gehabt und du hast in eine Stage war halt weiß die No-Shoots und dann hast du dieselbe Stage wieder geschossen und waren die gelben die No-Shoots. Da hast du schon Knoten im Hirn gehabt. Das war der Horror. Und das ist das, was er gerade sagte. Allein nur das Verändern eines Farbkonzeptes, ja, verändert den Ablauf schon mal ganz komplex. Ja? Man muss sich dann immer natürlich überlegen, wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, an wen richtet das? Ja? Weil man darf es natürlich an der Stelle, es soll ja trotzdem noch Spaß machen. Was alles, was ganz wichtig ist bei Match-Themen, es müssen alle abends nach Hause gehen und müssen sagen, das war eine geile Veranstaltung, das hat Spaß gemacht, es gab keine Toten, keine Verletzten, etc. Ja, also das ist eigentlich das Wichtigste an so einer Veranstaltung. Wenn ihr euch dazu durchgerungen habt, tatsächlich mal in diesen Bereich zu gehen, müsst ihr natürlich irgendwie schauen, das auch irgendwie publik zu machen, weil nicht jeder Verein hat so viele Mitglieder, dass er aus den Leuten daraus gleich irgendeine Veranstaltung machen kann. Es gibt eigentlich eine Seite, die sich sehr intensiv ausschließlich mit den Veranstaltungen rund um den Stilbereich beschäftigt, und zwar ist das stilmatch.de. Derjenige, der IPSC-Match.de kennt, wird auch Steamatch.de finden. Ja, ist unterm Strich die gleiche Webseite vom systematischen Aufbau. Dort werden alle Veranstaltungen, oder andersrum, es hat sich inzwischen so ergeben, dass die Masse der Steam-Veranstaltungen dort ausgeschrieben werden. Also dort findet ihr auf alle Fälle erstmal alles, was hier in Hochstädt stattfindet. Ihr findet alles, was in Philipsburg stattfindet. Die anderen Veranstalter kommen so langsam dahin. Es ist auch tatsächlich so, dass natürlich erst in den letzten 1-2 Jahren die einzelnen Vereine entdeckt haben, dass es hier eine kritische Masse gibt von Leuten, die das tatsächlich auch mal im Wettkampfbetrieb abbilden wollen. Ja, also die das nicht nur als Nebenkriegsschauplatz ihrer sportlichen Aktivität sehen, sondern die tatsächlich sagen, hier kriegen wir 10, 15, 20 Leute allein schon im Verein zusammen. Und laden wir noch 3 Vereine nebenher ein und schon haben wir hier eine 50, 60 Leute Ecke und dann wird es nämlich auf einmal interessant. Also wie gesagt, wenn es darum geht, das Ganze zu veröffentlichen, nutzt tatsächlich die Seite steamatch.de. Dort findet, wie gesagt, die Masse der Ausschreibungen statt. Das ist ein Anmeldesystem für die Schützen. Das Ganze sieht etwas altertümlich aus, also wer von vor 20 Jahren seit der HTML Programmierkenntnisse noch ausgepackt oder ausgepackt bekommt oder das Stück Buch noch irgendwo im Schrank stehen hat, nicht wegschmeißen, dort kann es eingesetzt werden. Das hängt aber mit den vielfältigen Themen halt in diesem Land zusammen, immer das, was Geld kostet, will auf einmal keiner.
gerade in dem Bereich hinkt man tatsächlich in dem Bereich Software und Digitalisierung noch ein bisschen hinterher. Jeder Veranstalter, ich glaube auch die Landesverbände und auch der Bundesverband, ist riesig glücklich, dass sich der Patrick Rother, das ist dort der Webmaster, nach wie vor dafür bereit erklärt, das System voranzubringen, das System grundsätzlich erstmal am Laufen zu halten. Das macht er nämlich nicht hauptberuflich, sondern als Hobby und als Spiel und Spaß. Ja, es gibt ein zweites Match-System, was sich aber ausschließlich in dem IPSC-Bereich bzw. in dem Kursbereich sich bewegt, ist im Spielbereich überhaupt nicht angekommen, ist also wie gesagt eher eine Geschichte, was aus dem IPSC-Bereich kommt. Das heißt, wenn ihr euch dazu entschließt und sagt, wir möchten da was tun, kann jeder auch gerne mal auf mich nochmal zukommen, weil die Programmierung dort ist nichts riesig Komplexes. Wenn man weiß, wo man hingucken muss, würde den Rahmen jetzt aber sprengen, jemandem zu erklären, wie ich dort erstmal einen Admin-Zugang bekomme, wie ich dort das erste Match aufsetze. Aber das ist eigentlich das Medium, was ihr wahrscheinlich dort dann irgendwann mal in die Hand nehmen müsst. Es ist aus meiner Sicht auch vollkommen egal, wie groß die Veranstaltung ist. Ja? Und selbst wenn ihr nur mit 10 Leuten das macht, arbeitet euch daran, nutzt das, weil spätestens dann, wenn das Ding ein bisschen größer wird oder größer werden könnte, müsst ihr eh darauf ausweichen, weil ihr sonst den Orga-Teil nicht bewältigt bekommt. Ja? Also so sieht eine Programmierung von dem Match aus. Das kann ich nicht. Das kann jeder. Man muss nur ein paar Nächte dran setzen. Ich wollte gerade sagen, also. Und wenn ihr einen so einen kleinen Scheißstrich wegmacht, ist alles im Arsch. Das heißt, das Wichtigste, bevor man das macht, ist immer vorher das, was noch funktioniert hat, sichern und auf einer Kopie arbeiten. Genau. Wer das nicht beherzigt, dem geht es so wie mir. Gut. Genau. Ja, das heißt, wir werden damit letztendlich bei der Ausschreibung, ja, also jedes Match, egal was wir euch in irgendeiner Art und Weise vornehmen, muss oder wird in dem Moment grundsätzlich, oder sollte man es ausschreiben, nicht nur um zu lernen für größere Geschichten, sondern letztendlich auch aufzuzeigen, man macht das vielleicht nicht so auf dem Toilettenpapier ran, sondern man macht das ein bisschen professionell. Was ihr euch gerne mal anschauen könnt, wie gesagt, schaut mal auf cmatch.de, nehmt euch von mir aus mal die German Steel als Ausschreibungskriterium. Ihr werdet dort sehen, es gibt eine ganze Menge Muss-Angaben, die man sinnvollerweise natürlich entsprechend ausfüllen sollte, beziehungsweise die man angeben sollte. Wichtig ist natürlich ganz als erstes, wer ist der Veranstalter? Wo findet das ganze, die ganze Veranstaltung statt? Themen, die natürlich wichtig sind, welche Disziplinen werden angeboten, welche Categories, welche ungefähre Schusszahlen sind zu erwarten. Ganz wichtig für viele Schützen. Ja, genau. Das ist hier nach den Kennziffern auf der Seite 12. Ne? Genau. Das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, mit was sie dort anreisen müssen. Ja, grundsätzlich muss man immer im Hinterkopf haben, bei Speed Steel und auch bei Steel Challenge, nehmt mehr mit an Munition, wesentlich mehr mit, als was da steht. Ja, also wenn da steht 200 Schuss, in der Regel als Anfänger gehen da 100 mehr drauf. Ja, also nicht den Fehler machen, wenn da steht 200 Schuss, 4 Kisten mitnehmen. Ja, das könnte irgendwann auf der letzten Stage zu Schwierigkeiten führen. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ihr 6 Magazine habt, wollt ihr nach der 6. Stage runtergehen und mindestens 3 voll haben. Das heißt, die ersten 60, die könnt ihr schon gar nicht rechnen, ne? beim Reinzählen. Was anzugeben ist, ist natürlich ganz wichtig für jeden, was kostet der ganze... Was kostet der ganze Spaß? Ja, zum Thema Kalkulationen, wenn es jemand interessiert, kann ich gerne ein paar Ausführungen noch machen. Wichtig ist, dass ihr den Rangemaster, den Matchdirektor und natürlich auch den entsprechenden Ansprechpartner benennt. Das kann man, wenn man das programmiert, am Anfang sicherlich erstmal noch ein Stückchen weit freilassen, zumindest was den Rangemaster betrifft, weil das ändert sich meistens nochmal.
Aber für die Schützen ist ganz, ganz wichtig, wer hat das Hütchen auf und wer ist Ansprechpartner. Ja. Dem Netzdirektor muss natürlich im weitesten Sinne bewusst sein, dass er die Gesamtverantwortung für die Veranstaltung trägt. Das heißt, sollte sich einer in den Fuß schießen und die Grün-Weißen oder die Blau-Weißen oder Blau-Silbernen kommen vorbei, meistens gefolgt hinter dem Rettungswagen, ja, derjenige dann ist, der die Kommunikation mit den entsprechenden Behörden abbilden muss. Und das ist mitunter keine schöne Geschichte. Hatten wir in Philippsburg, war tatsächlich so, die Krankenwagen kam, Polizei kam hinterher, weil Schussverletzung angemeldet war. Und ich bin dann hingegangen, habe gesagt, ich bin der Verantwortliche hier. Dann haben die sich tatsächlich die Stages angeguckt, da kam es darauf an, alle Ausschilderungen da. Ich habe dann gesagt, haben Sie noch Fragen? Wir haben geguckt, nein. Ja, also das war easy, aber man sollte sich dann auch identifizieren, Kommunikation anbieten und vor allen Dingen sollte man sich sicher sein, dass man alles richtig gemacht hat, was den ganzen formalen Kram angeht. Und eine Sache habe ich gelernt, auf dieser Veranstaltung waren drei Rettungssanitäter da. Einer saß im Stats und zwei hatten mir gesagt, Tilman, ich bin Rettungssanitäter, ich habe meinen Koffer dabei. Du kannst vergessen, du weißt nicht, auf welcher Stage der ist. Nur der, von dem du den Platz kennst, den kannst du nutzen. Ganz wichtige Information. Das war tatsächlich so, da waren zwei Mann, die hatten da alles dabei. Und ich war froh, dass Bea im Stadt saß und mit dem Rucksack sofort kam. Also ein Rettungssanitäter, der Matchteilnehmer ist, viel Spaß beim Schießen. Wenn du ihn brauchst, weißt du nicht, wo er ist. Du schießt ja gerade. Ich kann auch immer im Hinterkopf behalten, eine Backup-Lösung. Ich kann auch das Mustermann benennen, verbeugen. Ich bin aber krank. Da steht es auf dem Papier, aber morgen vor Ort muss jemand anderes den Job machen. Also bevor wir schon mal Gedanken machen, wer wird es übernehmen? Plan B. Gut. Was für die Leute auch immer neben dem Matchdirektor und dem Rangemaster wichtig ist zu wissen, neben dem vielleicht auch Ansprechpartner, wer sitzt irgendwann mal im Stats? Also sprich, wer sitzt in der Anmeldung, in der Auswertung, wo kann ich meine Sorgen, Nöte loswerden, weil ich einen Aufkleber in meinem Schießbuch haben möchte, ich irgendwas verloren habe, etc. Also den solltet ihr im Großen und Ganzen auch schon benennen, weil der in der Regel auch der ist, der die Kohle verwaltet. Also sprich, der quasi Stadtgelder verbucht und wenn ihr, das werdet ihr dann auf dem Portal mal sehen, da gibt es einen grünen und einen roten Punkt, der eine hat bezahlt, der andere hat nicht bezahlt. Ja, und wenn ihr dann irgendwann die 23. Erinnerungsmail bekommt und der Meinung seid, Mensch, ich habe doch bezahlt, dann könnt ihr den Mann im Stats mal anschreiben oder mal anrufen, hier, da war meine Zahlung, dann sagt ihr der, ja, Geld ist da oder nein, du hast das falsche Konto benutzt. Ja. Aus Schützensicht dazu mal eine Frage. Jetzt ist ja gerade Februar, das heißt, man musste sich jetzt anmelden für das halbe Jahr schon, im Voraus für die ganzen Veranstaltungen und die schreiben alle jeden 7 Tage danach, 14 Tage danach spätestens. Mhm. Und wenn man das dann zusammenrechnet, da kommen dann etliche hundert bis mehrere tausend vielleicht sogar zusammen, wenn man aktiv sein möchte. Ist das tatsächlich so, dass man die 3 Monate vorher braucht, die Kohle? Oder ist das aus Angst, weil man irgendwann festgestellt hat, man kriegt die Schützen nicht zusammen? Es sind zwei Themen. Wenn du jetzt sagst, Großanlage Philippsburg, buchst du als Veranstalter deinen Stand. Und wenn du 3 Tage vor der Angst sagst, nichts mehr, dann schreibst du deine Rechnung. Ja? Weil es ist reserviert. Und wenn du es nicht benutzt, ist das nicht denen sein Problem. Ist es doch meistens so, die sind doch sowieso da. Man hat dort in der Corona-Zeit einen extrem gelernt. Also sicherlich brauchst du 3 Monate vorher die Kohle nicht. Allerdings, du musst entscheiden, es kommt auch an, wer du bist. Bist du Bund, ist dir vollkommen egal. Der BDS zahlt alles. Bist du Land, sieht das schon ein bisschen anders aus. Die haben in der Regel weniger Geld. Die lassen zwar die großen Verbände, gerade wie Bayern, wie Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, die lassen eine Veranstaltung auch mit Unterdeckung laufen. Das war kein Thema. In Sachsen können wir uns das, glaube ich, nicht erlauben. Also noch nicht, sage ich jetzt mal. Naja, Jana schießt eigentlich bei Speed, bei Stil immer zu, ne? Ja.
kann, sagen wir bei den fast 40 Landesmeisterschaften, haben wir eine Handvoll einfach zuschießen müssen, weil es finanziell nicht geht. Ja, Landesmeisterschaften, das meine ich gar so, nicht. Und im privaten Bereich ist es letztendlich nicht anders. Du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden, lässt du das Match laufen oder lässt das Match nicht laufen. Weil als privater Veranstalter ist es dein privates Geld. Also wenn du die entsprechend, weil erst ab einer bestimmten Schützenzahl hast du deine gebuchten Kosten letztendlich auf der grünen Seite und fängst wollte es jetzt nicht so ganz fachlich machen, hast irgendwann dein Break-Even erreicht. Und wenn du das nicht erreichst, gibt es für dich zwei Möglichkeiten. Entweder du hast ganz, ganz viele Freunde, weil du denen ermöglicht hast, einen Tag oder einen halben Tag oder von mir aus noch zwei Tage zu schließen. Ja, dann hast du vielleicht ein Problem mit deinem Banker, mit deiner Frau, mit wem auch immer, weil du das aus deiner privaten Hosentasche bezahlt hast. Oder halt nicht. Ja, also zu einem bestimmten Stichtag kannst du Stände gebührenfrei stornieren, kannst du absagen. Du musst ja auch immer zwei Dinge mit beachten. Du hast Schützen und du hast ROs. Und du bist selber RO, du weißt, wenn du angefragt wirst, ist das sinnvoll, wenn sie dich nicht heute fragen, ob du morgen kommen kannst. Ja, das heißt, viele ROs planen sich auch das gesamte Jahr durch. Und die wollen natürlich auch wissen, gerade wenn es dann darum geht, Mittwoch, Donnerstag Aufbau, muss ich da Urlaub nehmen. Freitag muss ich da Urlaub nehmen, wenn ich zum Pre-Match vorhanden bin. Das heißt, und wenn du zwei, dreimal so eine Veranstaltung aus kommerziellen Gründen absagen musst, verlierst du deine Aros. Das ist letztendlich so, dass du nicht nur die Schützen pflegen musst, du musst auch ganz, ganz viel deine Helfer und deine Aros pflegen. Wir haben in den letzten Jahren also Angst bekommen und... Es hat nichts mit Angst zu tun, es ist ein reiner, also auf der privaten Ebene ist ein reiner kommerzieller Ansatz. Du musst sicher gehen, dass du, was weiß ich, so 6-8 Wochen vor der Veranstaltung im grünen Bereich bist, dass du diese Veranstaltung durchführen kannst. Ich möchte da auch noch was dazu. Wochen sehe ich ja auch noch eine, aber was weiß ich, wenn die im Juli es gibt, ist. Es gibt unterschiedliche Veranstalter. Ich weiß, dass es beispielsweise der HPS im BSC-Bereich so macht, dass wenn du deinen Start buchst, glaube ich 7 oder 10 Tage später, deine Startgebühr bezahlt haben musst, auch wenn der Bullcup erst im Oktober ist. Ja. Das ist also bei uns ist es so, was ich mache, ich brauche, um sicher zu gehen, um die Veranstaltung hundertprozentig durchlaufen zu lassen, 8 Wochen vorher ein Go, ein Grün, damit ich weiß, okay, ich kann meine Helfer bezahlen, ich kann meine Anlage bezahlen, ich kann das Material bezahlen, ich kann das Essen bezahlen, ich kann die Sanktionierung bezahlen, etc. Ja, also so 6-8 Wochen vorher, vor der Veranstaltung, ja, also ich habe jetzt eine Veranstaltung Ende April, da ist am 28.02. Zahlungsschluss. Ja. Ja, sowas sehe ich auch durchaus ein. Und was du nicht vergessen darfst, wenn du jetzt nicht 6 Wochen oder 8 Wochen vorher machst, der Schütze, wie soll ich jetzt sagen, das ist denen sein Hobby. Und wenn der am 1.3. nicht bezahlt, das hat was dann mit Matchdisziplin zu tun. Der Schütze meldet sich nicht ab. Und wenn der den Startplatz blockiert hat, kann sich auch kein anderer mehr anmelden. Und wenn du nicht irgendwann als Matchveranstalter da rigoros gegen solche Schützen vorgehst, so gut wie das klingt, und die letztendlich rausnimmst, rutscht entweder keiner andere von der Warteliste nach, oder der meldet sich im Zweifelsfall auch noch 3 Minuten vor der Angst an und sagt, hier ist mein Geld, ich will jetzt starten. Ja, wie gesagt, ich sehe ja durchaus ein, dass man doch mal einen Zeitpunkt hat. Aber das 6-8 Wochen, das finde ich auch sinnvoll. Ist, denke ich. Also je kleiner die Veranstaltung wird, umso schwieriger wird die Finanzierung. Ja. Und wir finanzieren hier unsere, gerade die Hubsteels und sowas, was wir jetzt im Landesverband machen, das ist absolut spitz auf Knopf gerechnet. Und da kannst du es dir nicht leisten, dass 5 Mann nicht bezahlen und nicht kommen. Und dann entweder wird vorher bezahlt oder du bist nicht dabei. Das mag so sein, dass das blöd ist, aber es ist so. Und wer eine Veranstaltung anders macht, soll er es machen. Ich habe kürzlich eine Geschichte gehabt, ich bin 300 Euro hinterhergelaufen, die muss ich ansonsten aus privater Kasse dazu tun. Und dafür habe ich dann gearbeitet wie ein Irrer. Also die Schützen müssen das erdulden oder sie können nicht mitmachen. Das ist tatsächlich so, das muss man einfach schlicht so sagen, es geht nicht anders als Veranstaltung. Wenn ich jetzt noch 10 Minuten habe, dann muss ich ein bisschen schneller reden.
wenn ihr über die Match, über so ein Match nachdenkt, denkt über eine realistische Zeitplanung nach. Geht davon aus, dass der Durchlauf einer Stage für einen Schützen nicht länger als 5 Minuten dauern sollte. Ja, das hängt damit zusammen, es gibt Stage-Aufbaus, die mehrere Bands erfordern. Frei definierbar, geht davon aus, dass er nicht mehr als 5 Minuten den Schützen am Schießen hat, nachladen etc. Weil letztendlich dann irgendwann auch die Konzentration nämlich des einzelnen Schützen irgendwann nachlässt und Speedsteel ist halt auch zu einem hohen Teil eine Kopfsache. Uwe, ja. Zwischenfrage, wenn man ein funktionierendes IBSC-Wettkampfteam hat, was schon erfolgreich Wettkämpfe durchgeführt hat, würdest du sagen, die kriegen mit einem vernünftigen Briefing dann auch ein Speedsteel umgesetzt, ohne jetzt... Klingt jetzt ein bisschen gehässig, wenn du gute ROs hast, kriegst du auch ein gutes Speedsteel-Match ohne Probleme hin. Ja. Weil in der Regel gute ROs durch Veranstaltungen schon vorgeschliffen sind, wie das betrifft Durchläufe, Zeitplanung etc. etc. Das ist machbar. Das sehe ich unkritisch. Das Thema ist, wir haben im Speed-Bereich noch keine klassische SO-Ausbildung. Wo man auch sagen kann, da haben wir immer wieder die gleichen Leute, die immer wieder durch das gleiche Thema geschliffen wurden. Wir haben in der Regel, ich habe in der Regel in Philipsburg zwar jetzt ein gutes Team inzwischen zusammen, aber ich habe trotzdem auch immer 30-40% neue Leute, die da neu reinrutschen und die brauchen natürlich auch als Helfer eine entsprechende Anleitung. Und das ist in der Regel das größte Problem an der Stelle. Wenn es die baulichen Gegebenheiten hergibt, werdet ihr unten dann sehen, könnt ihr auch durchaus Parallelbetrieb, also von zwei Schützen auf einen Standpunkt führen, das war kein Problem. Ist auch vom Matchablauf nicht die riesige Anzahl, dass man sagt, okay, da stehen jetzt auf einmal zwei Leute, jetzt wird das auf einmal doppelt so lange der Durchlauf. Nein, der nutzt einfach die Reload-Zeit, die Nachladezeit, die Konzentrationsphase des einen für den Durchlauf oder für die Übung des anderen. Das ist also an der Stelle überhaupt kein Thema. Wenn ihr sowas erstmalig macht, macht es mal im Trockenbetrieb. Also bevor ihr, wenn ihr jetzt eure Stage im Großen und Ganzen habt, stellt euch einfach mal hin, nehmt eine Blutgun oder eine Richtige oder was auch immer, was ihr zum Zielen oder zum Fertigkeiten braucht und tut das mal mit einem Timer bzw. mit einer Stoppuhr einfach mal durchschauen, auch was so Wege betrifft, wenn es darum geht, dann den Ablauf auf der entsprechenden Anlage mal durchzugehen, lauft mit den Leuten mal über die ganze Anlage, dass ihr die Zeiten mit erfasst, wo die Schützen von dem einen Schießstand zum nächsten gehen. Das ist vielmals, je kleiner die Veranstaltung ist, umso komplexer, weil dann teilweise nur zwei Leute auf den Stand dürfen, die anderen müssen draußen warten, dann geht das wieder rein und wieder raus. Also an der Stelle, hier in Burgstedt ist das relativ entspannt, weil wir genügend Möglichkeiten haben. Aber allein schon, wenn man sich jetzt mal Dornstedt anschaut, die, keine Ahnung, 100 Meter, die dazwischen liegen, da kommen Schützen abhanden, die gehen auf einmal auf Toilette, die gehen auf einmal zum Grillen, die gehen auf einmal zum Schnacken. Ja, das sind alles so Themen, die muss man vorher mal im Trockentraining mal abgebildet haben. Was für euch als Veranstalter ganz, ganz wichtig ist, die kommerziellen Rahmenbedingungen, da waren wir ja gerade schon mal stehen geblieben, solltet ihr immer im Hinterkopf haben. Es ist vollkommen egal, ob ihr das als private Veranstaltung macht oder ob ihr das als Verein macht. Ja, ich glaube, kein Kassenwart eines Vereins ist riesig begeistert, wenn ihr zum Schluss sagt, hui, die Veranstaltung war zwar super toll, aber wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben, dass wir gerade den Stand nicht mehr sanieren können. Da macht ihr euch wahrscheinlich auch keine Freunde. Das heißt, rechnet euch das vorher aus, was der ganze Spaß kostet. Ja, sprecht vorher gegebenenfalls mit dem Kassenwart, gerade wenn es erstmal im Vereinsbereich losgehen soll, weil ihr braucht natürlich neben den Erstanschaffungen für das ein oder andere Ziel natürlich auch immer wieder Reserven, also kommerzielle Reserven, um Reparaturen durchzuführen. Ja, es ist nun mal im Skisport so, dass auch mal was kaputt geht und man an der Stelle dann natürlich Ersatz beschaffen muss. Das sollte dann im Zweifelsfall im Verein nicht, oder zumindest auch an der privaten Hosentasche, wenn das als Privatveranstalter macht, zu einem Chaos führen. Denkt bitte, oder tut euch ein gewisses dickes Fell zulegen,
ja, als Veranstalter zum einen, als Matchdirektor, als Netzwerker. Wir haben es sehr häufig den Ansatz, ach, das ist doch nur, ihr macht das doch nur als Spiel und Spaß und Lux-Dollerei. Also spätestens als privater Veranstalter sieht das ein bisschen anders aus. Da macht man das zwar sicherlich auch aus Lux und Dollerei, aber irgendwann auch spätestens dann, wenn es in die roten Zahl geht, nicht mehr mit viel Liebe. Ja. Wichtig ist, ganz wichtig, kein Gap, kein Geld, kein Start. Ja, also wenn Leute der Meinung sind, sie kommen hier zum Schießen, weil sie in dem Verein sind, wenn sie keinen Start gebucht haben, dann dürfen sie auch nicht teilnehmen. Ja. Also die wahren Kosten für eine Steel Stage liegen, für eine Stage, die liegen über 25 Euro. Stückkosten. Also Stückkosten für den einzelnen Schlag eines Schützen. Wenn du also ein 2-Stage-Match machst, brauchst du, wenn du die Kosten echt decken willst, 50 Euro Startgeld. Minimum. Alles, was wir machen, ist immer noch unterstützt. Bei den Landesmeisterschaften stützt der Landesverband und die kleinen Matches, die stützt bei uns die Matchagentur, weil die nur, was weiß ich, ein paar Euro nimmt am Schluss. Aber echte Kosten, Minimum 50 Euro bei einem 2-Stage-Match. Und wenn ihr glaubt, dass ihr das Startgeld nicht reinkriegt, dann müsst ihr wirklich vorher mit einem Spitzenbleistift kalkulieren. Eure Zeit könnt ihr dann in die Grütze drücken, die Fahrtkosten könnt ihr in die Grütze drücken. Aber was ihr einkaufen müsst und was kaputt geht, das ist richtig weg, das muss bezahlt sein. Was wesentlich wichtiger ist, das stimmt natürlich hier an der Stelle, was allerdings in der Reparatur kann man mal schieben. Kann man auch mal mit dem Standbetreiber sagen, pass auf, da ist jetzt was kaputt gegangen. Da geht mal was kaputt, auch beim Zielmaterial geht mal was kaputt, das kann ich mal schieben. Was ganz wichtig ist, was ich nicht schieben kann, das ist das Helfergeld. Also wer als erstes bezahlt werden muss, sind die Helfer und als zweites der Stand. Ja, also bevor ihr selber da in irgendeiner Art und Weise daran partizipiert oder der Verein, seht zu, dass die, die euch die Veranstaltung ermöglicht haben, nämlich die Helfer, dass die ihr Geld gekriegt haben. Wenn der eine oder andere sagt oder mitbekommen hat, dass die Veranstaltung vielleicht nicht so erfolgreich war und dann auf irgendwas verzichtet, ist es eine andere Baustelle. Aber spätestens, wie so blöd, wie es klingt, das ist auch, sind auch keine riesigen Summen, die da in der Regel gezahlt werden. Aber das ist für die Helfer wichtig, dass die ihre Fahrtkosten gedeckt gekriegt haben. Das ist ja auch kein, das Helfergeld ist ja auch kein Geld von ihnen. Das ist mehr oder weniger ein Auslagenersatz. Das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein symbolischer, es ist eine symbolische Anerkennung von irgendwas. Ja, weil egal, wen ihr anguckt, für, keine Ahnung, was zahlt der Landesverband jetzt 70 Euro, glaube ich, ne? Tagespauschale. Ja, da komme ich von Chemnitz bis hierher. Das ist schon alles vollkommen in Ordnung. Aber zumindest mein Auto fährt für 100 Euro, die ich Spritgeld kriege, von hier nach Philipsburg und wieder zurück nicht. Ja? Also weder ein Elektromobil noch irgendwas, was einen Motor hat, schafft das. Ja? Ja, das in der Regel kann ich natürlich mit einem 49-Euro-Ticket fahren, aber ich brauche dann meistens mindestens noch einen Güteranhänger, um das ganze Material nämlich darüber zu transportieren. Ja. In der Regel, wenn der Tillmann unterwegs ist oder ich im Stahlbereich, der Hänger, der da draußen steht, ist meistens mit einer Tonne Material befüllt. Was ihr euch angewöhnen müsst, auch wenn es Freunde, Bekannte, Vereinsmitglieder sind, sinnvoll mit denen zu kommunizieren. Ich bin selber noch notgedrungener Notvorstand eines großen Vereins hier in Sachsen. Was ich in den letzten 12 Monate, Entschuldigung. Was ich mir in den letzten 12 Monaten an Kommunikation von Leuten anhören durfte, da kriege ich jetzt noch rote Ohren. Wichtig ist, kommuniziert mit den Schützen auf einer respektvollen, sinnvollen Art und Weise. Wenn sie euch anmaulen, es ist euer Match, es ist eure Hoheit, ihr könnt die auch nach Hause schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn es in der Anmeldung schon Probleme gibt, wenn ihr dem Geld hinterher rennt, wenn ihr irgendwelche komischen Sprüche bekommt, für irgendwelche Themen,
Ihr habt die entsprechende Hoheit. Das heißt, ihr könnt sagen ja, wir können sagen nein. Es ist selten, dass man nein sagt, aber machbar ist das grundsätzlich. Ich habe aber noch zwei, drei Seiten. Die Leute sind noch gar nicht da. Haben wir schon Essen? Wir müssen jetzt ein bisschen organisieren. Mach mal zwei Minuten. Gut. Pro Seite eine Minute. Okay. Wichtig ist, Informationen sind ein Beschaffungsgut. Ja, also ist es eine Bringepflicht? Ja. Ich sage immer, wenn einer auf die Stage kommt und fragt, was muss ich denn jetzt machen, dann sage ich, wegtreten, Ausschreibung lesen, später wiederkommen. Ja. Das ist die einzig richtige Aussage. Ansonsten, wenn das der Dritte macht, gib deine Matchzeit und du hast so eine Lahme. Ah, ich bin das erste Mal. Nein, nicht auf der Stage. Nicht auf der Stage. Thema Aufbau. Auch hier wieder klare Hierarchien schaffen. Ja, das muss nicht der Matchdirektor sein, das muss auch nicht der Range Master sein. Jemand, der handwerklich begabt ist, sollte dort auch vor Ort sein. Das sollte eigentlich nicht das riesige Problem sein. Ganz wichtig, wenn ihr das zum ersten Mal macht, geht es dreimal durch, geht es viermal durch, geht es zehnmal durch. Testet alles bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil wenn der Matchdurchlauf einmal begonnen hat, könnt ihr zwar Dinge reparieren, wenn was kaputt geht, ja, aber ihr könnt in den seltensten Fällen am Stageaufbau noch sowas Dramatisches ändern, ohne dass es euch grundsätzlich dann, ich sage jetzt mal, entweder den Matchdurchlauf beeinflusst, beziehungsweise es die ersten korrekten Ansagen dann gibt, naja, aber das Ziel stand doch letztens noch, oder stand doch gestern noch einen halben Meter nach links, da hätte ich das ja ganz anders geschossen. Ja? Also das sind Themen, das muss euch einfach klar sein, es muss für jeden die gleiche Chancengleichheit gegeben sein und die beginnt unterm Strich mit dem Aufbau oder mit der Einsatz, mit dem Aufbau bzw. mit dem Einsatz. Ganz wichtig, wenn ihr Dinge selber baut, unterzieht ihr einen Belastungstest. Schießt da so lange drauf, bis ihr der Meinung seid, das ist eine Wettkampfgrößenordnung gewesen. Gerade was auch so Themen betrifft, Splitterschutz. Ja, was ist einzusetzen? Ihr werdet das unten dann noch sehen. Tillmann hat über die letzten Jahre, keine Ahnung, wie viel tausend Schuss auf irgendwelche Ziele abgegeben, um festzustellen. Infos, die ihr uns mal zukommen lassen könnt, wenn man für den Verein selber was bauen will. Kann er gerne machen, kein Thema. So. Dafür sind wir da. Genau. Wie gesagt, kein Umbau möglich. Am besten sage ich immer, gucken, anfassen, fotografieren, was du selber bauen kannst, baust du selbst. Ja. Aber idealerweise kaufst du vorher einen Prototypen und den machst du dann chinesisch. Genau. Ja. Multiplier. Genau. Die Ziele bei uns sind sicher, gibt es eine Materialbescheinigung, kostet was, aber ist sofort einsetzbar. Marketingregel Nummer 1, klauen was geht. Ja. Gut. Aber ich habe auch schon Leute gehabt, die haben sich gewundert, warum ihre Ziele immer umfallen, ja? Weil es nicht so gebaut ist. Nicht so gebaut. Genau. Ganz wichtig, auf fremden Anlagen, geht immer davon aus, dass ihr alles mitbringt, was ihr braucht. Von der letzten Schraube über alles, was ihr an Werkzeug braucht. In der Regel sind die Anlagen so strukturiert, dass ihr euch eine Anlage vermieten und alles, was ihr als Handwerker da braucht oder als Aufbauer braucht, bringt das mit. Da gibt es so tolle Listen, was alles so geht, was man so haben müsste. Tillmann hat es inzwischen geschafft, auch da Materiallisten zu erstellen, was man für die einzelne Stage an Werkzeug braucht, an Aufbaumaterial braucht, was sinnvollerweise als Verschleißmaterial da sein sollte, weil natürlich auch Werkzeug was drin sind ein paar Dinge drin. Denkt dran, wenn ihr Stages designt, wenn ihr das aufbaut, dass ihr an die entsprechenden Schutz auch für die SOs, für die Helfer, als auch für die Zuschauer und Schützen denkt. Ja, wie gesagt, hier fliegt Stahl durch die Gegend. Es wäre schön, wenn alle gesund wieder nach Hause gehen. Denkt drüber nach, auch wenn das immer sehr, sehr belächelt wird, gerade was diese Makrolonscheiben betrifft, beziehungsweise was die Fenster betrifft. Das sind Themen, die retten wirklich an der Stelle dem einen oder anderen nicht das Leben, aber zumindest die oberen Hautpartien. Wenn die Stände sehr komplex oder sehr groß sind, tut sich es mitunter darstellen, dass da auf einmal zwei Spots oder auf einmal 20 Leute da sind.
die da irgendwo rumwursteln, irgendwie laut vor sich hinreden, was den Schützen wieder irgendwo natürlich auch stört. Denkt also gegebenenfalls auch an bestimmte Personenleitsysteme. Ja, also dass er sagt, maximal so und so viele Leute hier drin oder alle Schützen in die, neue Schützen in die Richtung, beziehungsweise alle, die geschossen haben, in die andere Richtung. Ihr müsst dran denken, dass ihr die Safety Areas, die Dropzone ausschildert. Groß, farbig, für jeden unmissverständlich lesbar. Ja, also so ein kleines Blatt A4 kann man zwar irgendwo hinkleben oder irgendwo hinmachen. Nein, auch da gibt es inzwischen Vorlagen vom Tillmann. Ihr könnt euch das dann unten anschauen. Da gibt es auch große Plakate, beziehungsweise nicht große, also hier die A3-Dinger. Die A3-Dinger, beziehungsweise es gibt auch direktes Planenmaterial für die ein oder andere Veranstaltung, auch sinnvoll. Ganz zum Schluss, wenn das Aufbauteam durch ist, ganz wichtig, dass der Range Master da drüber geht und schaut, ob das, was die Aufbau-Crew dahin gezaubert hat und der Meinung ist, so könnte man das machen, auch unter den Sicherheitsrahmenbedingungen, dem Ablauf und so weiter machbar erscheint. Ja, weil in der Regel sind Aufbauer auch drei Schützen, die gern das sich so aufbauen, wie es für sich selber ganz gut finden. Ja. So, jetzt hatte ich